horvát népet sok évszázados jó kapcsolat köti össze. A Lauders főcelebránsa Josip Bozanić bíboros, zágrábi érsek. Hauptcelebrant, das Morgengebet ist Josip Bozanić Kardinal, Erzbischof von Zagreb. Am 20. August 2016 sprach er über die gemeinsamen Prüfungen, denen Ungarn und Kroatien unterworfen waren. Er sprach über die Zeit des Kommunismus und er hat auch mitgeteilt, dass auch beim Zeugnis der Märtyrer unsere Völker ein ähnliches Schicksal teilen. Letztes Jahr gab es Erdbeben in Kroatien und das war eine neue Herausforderung über die Pandemie hinaus für die Gläubigen in Kroatien und Ungarn, half mit Hilfe des katholischen Caritas. Am Symbol des Kongresses, am Missionskreis, sieht man auch die Reliquie des seligen Aloysije Stepanić, des Bischofs Stepanić. Er war anwesend auf dem Eucharistischen Weltkongress im Jahre 1938. Er war Zeitgenosse des Kardinals Józef Mindszenty und war auch Schicksalsgenossen von ihm. Seliger Stepanić, seine Gestalt symbolisiert die gesamte Tragödie, die das kroatische Volk und Europa geplagt hatte. Denn im 20. Jahrhundert gab es drei große Plagen: Faschismus, Nazismus und Kommunismus. Nun, der musikalische Dienst bietet diesmal die Gemeinschaft der Benediktiner aus Bornholm. Ora et labora lautet, also bete und arbeite und lese, heißt der Spruch der Benediktiner. In der Spiritualität der Benediktiner spielt ein würdiges Zelebrieren der Liturgie eine ganz wichtige Rolle. Das Psalmodieren, das Gebet, passiert mehrmals in der Kirche, in dem Kloster, wo die Benediktiner leben und wo sie ihren Glauben erleben und auch ihren Zusammenhalt erleben können. Der Satz "Ut in omnibus glorificetur Deus", also in allem soll Gott geehrt werden, das ist ihr Spruch. Lasst uns mit ihnen zusammen beten.
intende. Domine, ada juvantum mi festina, gloria patri et filio, et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, Herr, du hast die Welt gestaltet, dass sie sich in dir entfalte. Dir sei Lob und Dank. Was ersteht, was vergeht, was sich jauchzend um dich dreht, ist dein. Herr, du bist zur Welt gekommen, hast sie in dich aufgenommen, dir sei Lob und Dank. Bliebest hier, wohnst du in ihr, um ein armer Mensch wie wir zu sein. Herr, so lass dein Werk gelingen, lass den Geist die Welt durchdringen, dir sei Lob und Dank. Dann erblüht sie und glüht, denn der ganze Himmel zieht herein. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht mit deinem Urteil, rein stehst du da als Richter. Denn ich bin in Schuld geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir, im Geheimnis lehrst du mich Weisheit.
entsündige mich mit Hysop, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Sättige mich mit Entzücken und Freude. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden. Tilge all meine Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Mach mich wieder froh mit deinem Heil. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege und die Sünder kehren um zu dir. Befreie mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heiles. Dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne mir die Lippen und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. In deiner Huld tu Gutes an Zion. Bau die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann hast du Freude an rechten Opfern, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann opfert man Stiere auf deinem Altar. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gegen dich allein habe ich gesündigt, erbarme dich meiner. Herr, wir erkennen unsere Schuld, wir haben gegen dich gesündigt. Meine Augen fließen über von Tränen bei Tag und bei Nacht und finden keine Ruhe. Denn großes Verderben brach herein über die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, eine unheilbare Wunde. Gehe ich aufs Feld hinaus, seht, vom Schwert durchbohrte. Komm.
komme ich in die Stadt, seht, vom Hunger gequälte. Ja, auch Propheten und Priester werden verschleppt in ein Land, das sie nicht kennen. Hast du denn Juda ganz verworfen? Wurde dir Zion zum Abscheu? Warum hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir hoffen auf Heil, doch kommt nichts Gutes. Auf die Zeit der Heilung, doch ach, nur Schrecken. Wir erkennen, Herr, unser Unrecht. Die Schuld unserer Väter. Ja, wir haben gegen dich gesündigt. Um deines Namens willen verschmähe nicht. Verstoß nicht den Thron deiner Herrlichkeit. Gedenke deines Bundes mit uns und löse ihn nicht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, wir erkennen unsere Schuld. Wir haben gegen dich gesündigt. Der Herr allein ist Gott. Wir sind sein Volk. Die Herde seiner Weide. Jauchzt vor dem Herrn aller Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor sein Antlitz mit Jubel. Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen. Wir sind sein Eigentum. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Tretet mit Dank durch seine Tore ein. Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gütig, ewig währt seine Huld, von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Der Herr allein ist Gott. Wir sind sein Volk, die Herde seiner Weide. Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze. Ich will mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Eminenzen, Exzellenzen, Eure Eminenzen und Exzellenzen, verehrter Pater, ehrwürdige Brüder, Diakone, meine lieben Schwestern und Brüder in Christus. Die kurze Lesung im Morgengebet von heute Morgen führt uns in die Logik Gottes ein. Eine Logik, die unsere gewohnten, eingefahrenen Vorstellungen auf den Kopf stellt und die im Geheimnis des Kreuzes gipfelt wird. Das ist der Weg, den das fleischgewordene Wort gegangen ist und den der heilige Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther so formuliert. Gott hat das Törichte in der Welt erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nicht ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Der Apostel Paulus rühmt sich also nicht seiner eigenen Werke, sondern des wirksamen Wirkens Christi, selbst wenn der Mensch schwach ist. Auf diese Weise bringt er das Paradoxon zum Ausdruck, dass sie die göttliche Macht und die rettende Kraft in der Schwachheit vollkommen offenbaren. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Liebe Brüder und Schwestern, in der Heiligen Schrift sind es oft die Schwachen und Kleinen, die Gott erkennen und ihm folgen können. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament lesen wir viele Geschichten, in denen Armut und Schwäche eine Gelegenheit für Gott sind, sich zu offenbaren. Wir sehen es zum Beispiel, wenn Elia in die Wüste geht, sich müde hinsetzt und wünscht, er wäre tot. Aber wir sehen es auch, wenn müde Menschenmengen Jesus tagelang folgen.
Und dann versorgt der Herr sie selbst mit Nahrung und er gibt ihnen die Kraft, die Reise fortzusetzen. In der Bibel sind es die Kleinen und Schwachen, die in allen Lebenslagen auf Gott vertrauen und in seiner Kraft Zuflucht finden können. Sie sind es, die mehr als alle anderen, so wie die heilige Jungfrau Maria, die Worte des Psalms singen können: Alle meine Quellen entspringen in dir. Wie unser Papst Franziskus auch sagt, die Eucharistie ist, obwohl sie die Fülle des sakramentalen Lebens darstellt, nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Eucharistischen Kongresses in Budapest im Jahre 2021. Denn auf dem Eucharistischen Kongress 1938 in Budapest erinnerte nämlich der damalige Erzbischof von Zagreb, der selige Matthias Aloysius Stepanić, angesichts der immer realer werdenden Kriegsgefahr die Gläubigen daran, dass wir in diesen schrecklichen Tagen, ich zitiere, die die Menschheit erlebt, fester denn je daran glauben müssen, dass es tatsächlich eine allmächtige Liebe gibt. Eine Liebe, die alle Völker der Erde in einer großen und glücklichen Familie zu vereinen vermag. Und das ist die Liebe Christi in der heiligen Eucharistie. Es ist dieser Glaube an diese allmächtige Liebe, die uns heute vereint, egal aus welchem Teil der Welt wir kommen. Die heilige Eucharistie ist nämlich die goldene Tür der Liebe, die die Menschen mit Gott verbindet. Sie ist die goldene Spange, die einzelne Familien, Völker und Nationen verbindet. Daran glauben wir Katholiken. Wir glauben, und deshalb können wir im Glauben die Worte des Apostels Johannes wiederholen, seine Worte voller Glauben. Nos credidimus caritati quam Deus habet in nobis. Wir haben geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Aloysius Stepanić, der Märtyrer, hat diese Worte gesprochen in Budapest. Seine Reliquien befinden sich hier am Kreuze, an diesem wunderschönen Kreuz. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wenn wir auch unsere Kleinheit und Schwachheit vor Gott anerkennen, finden wir in Jesus Christus die Quelle des christlichen Lebens. Er schenkt sich uns, Christus schenkt sich uns, er kennt unsere Schwachheit und er wird uns zur Nahrung auf unserem Wege. Die Eucharistie ist die Quelle unseres Lebens. Die Eucharistie ist die Kraft der Liebe. Amen.
taníts, hogy akaratod kövessem, mert Istenemnek vallak téged. Taníts, hogy akaratod kövessem. Morgen deine Huld erfahren, denn auf dich vertraue ich. Zu dir erhebe ich meine Seele. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Denn auf dich vertraue ich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lass mich am Morgen deine Huld erfahren, denn auf dich vertraue ich. Der Herr hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Der Herr hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Der Priester sei Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Zu ihm lasst uns beten. Benedetto sii tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue. Du hast nicht gezögert, am Kreuz für uns dein Blut zu vergießen. Lass uns heute dankbar deines Leidens gedenken. Du lässt die Deinen teilhaben an Deinem Kreuz. Gib uns Kraft und Geduld, wenn wir leiden müssen. Du hast uns das lebendige Wasser versprochen, das hinüberströmt ins ewige Leben. Gieße deinen Geist über uns aus. Du hast deinen Jüngern aufgetragen, den Menschen das Evangelium zu bringen. Hilf uns, durch unser Leben die Botschaft vom Kreuz zu verkünden. Sguardo di bontà, ma ai malati, ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto. Du lässt dir deinen teilhaben an deinem Kreuz. Gib uns Kraft und Geduld, wenn wir leiden müssen. Salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Sicut in cielo.
Donaci, o Padre bono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo. Allmächtiger Vater, komm in unser Herz und erleuchte es durch dein Licht, damit wir deine Weisungen erkennen und dir als unserem König folgen auf dem Weg, den du uns führst. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Benedicamus Domine.